Ja, Leute, herzlich willkommen zur Folge 3 der Fußball meine Geschichte. Ihr seht schon zwischen mir und Flo, Christopher Göbel, 42 Drittligaspiele, 160 Regionalligaspiele, 59 Oberligaspiele und in Fachkreisen der Grillweltmeister genannt. Herzlich willkommen. So, ja, schön, dass du da bist. Ja, erstmal freue ich mich, dass ihr hergekommen seid. Ja. Dass ich hier mitmachen darf. Also ist mir eine große Ehre. Ich finde das erstmal richtig cool, dass ihr überhaupt sowas macht. Dass es so Leute gibt, die sich auch für ja, Fußballer interessieren, die vielleicht nicht nur Bundesliga gespielt haben. Absolut geile Sache und ich freue mich drauf. Ja, genau. Ich freue mich auch wahnsinnig hier zu sein und es hat in der Vorbereitung auch so viel Spaß gemacht. Ich bin voller Vorfreude hergefahren, wirklich, weil es wirklich richtig spannend war und coole Überraschungen für dich dabei sind. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen ganz von vorne an. Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen? Wie alt warst du? Das fangen wir einfach mal chronologisch an. Ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Also Fußball gespielt habe ich schon immer, also mit Freunden hier im Dorf und Cousin, mein Cousin, der ist nur ein Jahr älter, mit dem habe ich immer ganz viel gespielt. Und eines Abends kann ich mich erinnern, da war ich, glaube, erste Klasse. Ja, erste Klasse. Kam mein Vater mal zu mir ins Zimmer und hat gesagt: Du, pass auf, wenn das in der Schule klappt, dann machen wir in Verschwende, Nachbarort, einen Ja. Kilometer weiter, machen wir eine Fußballmannschaft aus. Also eine F-Jugend war ja damals noch, da gab es noch keine Bambinis, da war es F-Jugend. Und da habe ich gesagt: Ja, geil. So, und ich am anderen Tag gleich alle in meiner Klasse gefragt: Ja, machen wir. Und dann waren wir auf einmal auch ein Haufen Jungs, sogar Mädels dabei. Und so hat das dann angefangen. Und Also ja, mit 6 so circa ja, warst so du. ungefähr mit 5, 6, ja. Also Okay. gut, wenn ich erste Klasse war, 6, ja. Vorher natürlich schon immer gespielt, wie es ja überall war, egal von wo man gekommen ist, ob von der Schule, Kindergarten, dann raus und Fußball gespielt. Richtig cool. Da gab es ja, wir haben das eben in der Vorbereitung auch, Luftlinie 100 Meter ist in so einem Bolzplatz und jetzt wohnst du ja. Ist ja auch ganz cool. Ja, also ich wohne wieder in meinem Heimatort, das war für mich immer klar. Und hier unten auf dem Sportplatz, der jetzt eine Kuhwiese war, bis vor 3 Jahren, habe ich angefangen mit Fußballspielen, genau. Und jetzt wohne ich auch direkt da, das ist natürlich auch so ein cooles Ding eigentlich. Woran, Und vorher hat mein Großonkel hier gewohnt okay. und da konnte ich dann auch immer zwischendurch mal hergehen, was essen und was trinken und habe dann immer alle Freunde mitgenommen. Überragend. Und ja, jetzt wohne ich selber hier unten. Also kann man auch sagen, Heimat bedeutet ja wahnsinnig viel. Absolut. Ja. Also für mich stand immer fest, dass ich wieder hierher gehe. Das ist Wieder cool. zurück in meinen Heimatort, da wo meine Eltern wohnen Ja. oder wo wir alle aufgewachsen sind, auch mein Bruder und meine Schwester. Und ja, Familie ist für mich einfach, hat den höchsten Stellenwert. Und weil ich auch meinen Eltern viel zu verdanken habe und für mich stand immer fest, ich will wieder hier zurück. Überragend. Das ist cool. Dann würden wir weitergehen. Dann dein erster Verein war, Lukas. Du, Jeden dein Fall. Part. Da gibt's Auf doch. jeden Fall nicht wie dein Bruder Union Mühlhausen. London, da gibt es nämlich eine andere Geschichte. Warum hast du nicht in demselben Verein gespielt wie dein Bruder am Anfang? Oh, jetzt bin ich gespannt. Eigentlich relativ einfach. Also unser erster gemeinsamer Verein war SV Altech-Verschwende. Das ist hier unser Nachbarort Ja. quasi. Und da habe ich angefangen und da hat auch mein Bruder angefangen. So. Und mein Bruder ist ja 4 Jahre jünger. Dann hat die Zeit sich schon ein bisschen geändert. Und es war so, ich sollte mal nach Leinefelde wechseln. Da war der Trainer Ewald Knauber damals, sehr, sehr guter Trainer. Und durch Stützpunkttraining haben wir uns dann so kennengelernt. Und der wollte mich immer haben. Und da hat mein Vater gesagt: Du, ja, schon gerne. Aber der Weg bis dahin, das sind eine Strecke 35 Kilometer, schafft er mit Arbeit nicht und so weiter und so fort. Und da hat er gesagt, ist zeitlich nicht machbar einfach. Und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, dann ist es eben so. Und dann bin ich mal über Ostern mit Leinefelde, da haben unter anderem Tobias Eckermann gespielt, Marco Hartmann, Sebastian Huke, Michael Huke, die jetzt hier noch so im näheren Umkreis gewohnt haben da gespielt und da waren wir in Italien zu einem Osterturnier. Okay. Und da bin ich als Gastspieler sozusagen mitgefahren. Ja. Da wollte mich der Herr Knauber unbedingt mithaben. Ich sage, klar, fahre ich mit. Ja, haben da abgeräumt, haben den ersten Platz gemacht.
War geil. Und dann hat er wieder angerufen, mein Vater, es geht wirklich nicht, so lieben gern, wie ich es machen würde, aber ich schaff's einfach nicht. Gut, okay. Und dann hat er einen Abend später oder ein paar Abende später wieder angerufen, hat so gesagt, dann willst du denn nicht mal bei einem großen Verein vorspielen? Mein Vater, wo denn? Na, bei Rot-Weiß Erfurt. Dann hat er mich gefragt, so, klar, könnte mir gar nicht so richtig vorstellen. Ja gut, Erfurt, große Stadt, ne? Ja. Wusste gar nicht, welche Liga die gespielt haben, ja. So in der Art. Und so hat sich das dann entwickelt und dann waren wir da beim Probetraining und haben die gesagt, ja los, sofort. Und bei meinem Bruder, der hatte halt noch ein paar andere Stationen dazwischen, unter anderem Lenkfeld unterm Stein, Union Mühlhausen. Und der ist dann hier unten ein bisschen rumgekommen, weil dann hier, Alter, ich verschwinde dann auch einfach nicht gut genug war für seine Qualität, der er damals schon hatte. Und deswegen hat er da so ein paar mehr Stationen drin gehabt. Was mich noch interessieren würde, was war deine Position? War das schon damals defensiv oder wie hast du angefangen? Also auf Kleinfeld habe ich immer in der Mitte gespielt, also im okay. Mittelfeld sozusagen. Ich hätte links immer. Immer. Aber wo man da ja da eigentlich überall war. Ja, ja. Ja. Und ja, es war schon immer so, dass ich auch da, ja, ich konnte einfach nicht verlieren. Und ich musste halt irgendwie immer so das Spiel, ich konnte es nicht ab, wie andere, die, dem waren das dann halt egal. Ich habe halt immer nach dem Spiel geheult, wenn wir verloren haben. Ja, das ist sehr interessant, wenn du es jetzt gerade ansprichst. Das ist mir dolle aufgefallen in der Vorbereitung, wo wir viele Leute gefragt haben, das haben viele wiedergegeben, dass du wirklich brutal ehrgeizig warst. Ja. Oder bist. Absolut. Ja. Also auch jetzt noch, selbst ein Trainingsspiel, geil. Boah, könnte ich durchdrehen. Und wenn das dann auch teilweise so langsam geht und die Jungs, wenn man ihnen ja auch keine Vorwürfe macht, teilweise dann langsam reinkriegen, was man jetzt überhaupt sehen will. Da ist halt mein Geduldsfaden echt relativ kurz, weil ich einfach zu ehrgeizig bin. Und, aber es ist eine geile Eigenschaft. Und das hat zum Beispiel Benedikt Seipel letztes Jahr immer gesagt, du bist nicht zu ehrgeizig, nein, aber für das Niveau zu ehrgeizig. Mhm. Und ich sage, ja gut, das kann ich auch nicht ändern. Das will ich auch nicht ändern. Ja. Aber das war eigentlich so mein größtes Plus, was ich während meiner ganzen Laufbahn hatte. Dass ich halt, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dass ich das durchziehe. Ja. Genau. Dann Rot-Weiß Erfurt. Internatszeiten mit Tobias Eckermann im Zimmer gewesen. Gab es da auch solche wilden Geschichten wie bei Schipper und Jonas Heidrich, die in Urlaub geflogen sind, das Geschirr vergessen haben abzuwaschen und dann geschimmelt hat? Oder warst du eher der Ordentliche, der dann vorher aufgeräumt hat, bevor es in Urlaub ging? Ja, mit Ecki, Ecki kenne ich auch schon ewig. Wir haben in der F-Jugend dann immer schon gegeneinander gespielt, er in Hundeshagen, ich hier. Und da ging es dann noch einmal drumherum, wer ist denn jetzt Torschützenkönig geworden? Er hat, glaube ich, 72 Tore geschossen und ich glaube 68 oder sowas. Und er hat, und haben sie hier so ein bisschen rumgemogelt, dass ich auch 72 hatte. Aber im Endeffekt war er Torschützenkönig. Und da haben wir uns schon kennengelernt und dann hieß es, wir fahren zum Probetraining und Tobias Eckermann kommt mit. Mhm. Da kannte ich halt wenig schon mal wen, ne? Ja. Also macht ja dann schon mal. Der so. Schritt schon mal einfacher dann. Genau. Und er hat dann gleich gesagt, ja, ich gehe hin nach Erfurt. Und für mich war es noch so ein bisschen schwierig, weil meine Schwester da gerade geboren ist und ich mir immer noch ein Geschwisterchen gewünscht habe. Und ich habe das wirklich bis zum letzten Tage rausgezögert. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja, okay, ich gehe. Ich probier's. Ja. Weil das hat mein Vater immer gesagt, probier's. Mhm. Und wenn du es nicht schaffst, weil du Heimweh hast oder irgendwas, dann kommst du zurück. Ist doch ganz einfach. Ja, und ich hab's dann probiert. Und dann bin ich halt mit Tobias aufs Zimmer gekommen. Ja. Und das war auch super. Also, klar, wir hatten auch mal unsere Meinungsverschiedenheiten. Ja. Aber mit Ecki, das war schon mal geil. Aber wir waren halt auch so echt unterschiedlich. Gerade er war immer so ein bisschen der voll locker. Ne? Und ja. Ey, komm, da räum ich halt jetzt mal nicht auf den Hausaufgaben. Ach komm, scheiß drauf. Ich war voll der Streber. Ja. Aber voll der Super. Voll der Streber und hab dann aufgeräumt, hatte immer Schiss, dass ich irgendwie Ärger kriege, wenn du jetzt mal nicht sauber gemacht hast im Zimmer oder sowas, dass die dann kommen und rufen mal daheim. Das war halt eigentlich scheißegal. Und ich war voll der Streber und nach einem Jahr bin ich dann aber auch lockerer geworden. Dann waren wir dann auf dem Dreierzimmer, da war Herbert Bist, glaube ich, noch, oder Patrick Leinhorst, die waren dann auch noch bei uns. Das waren ja noch zwei größere Chaoten. Ja. Und, aber Ecki und ich, wir haben uns immer gut verstanden. Und dann waren wir ja auch in der Wohnung zusammen, genau.
Also Unterchopper und den Heidrich. Und aber unsere Wohnung lief. Ja. Ey, das musstest du wirklich sagen. Wir haben dann gesagt, ey, pass auf, wenn wir ordentlich leben wollen, ja, dann müssen wir dafür auch was tun. Haben dann auch mal die Bude gestrichen. Aber da war halt mehr Farbe auf dem Boden als auf dem Land. Wie alt wart ihr da eigentlich? Das war 2003, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Bist du aufs Internat gegangen? 2002. Zwei, okay. 2002, genau. Im Sommer 2002 ja, sind wir aufs Internat gegangen. Genau, und 2006, 5, 6 sind wir dann in die Wohnung gekommen. Okay. Also mit Ende Realschule haben wir ja beide gemacht. Wir waren auch zusammen in der Klasse. Ja. Und dann haben wir die Ausbildung gemacht, IT-Kaufmann, wie jeder zu der Zeit bei uns. Und da waren wir dann zusammen in der Wohnung und ja, das war schon geil. Also waren echt schon geile Abende dabei, ja, ne? Geile Sachen. Und dann hat man immer einen Betreuer sozusagen, der war zwei Wohnungen unter uns, der hieß Dieter Altenburg. Und der hatte immer so einen Hund, der hat geschielt, der konnte jetzt auch nichts für. Und immer wenn es zu laut war, kam der hoch. Und da haben wir uns natürlich dann irgendwann Spaß draus gemacht. Und auch Heidrich und Chipper und so. Das war schon immer lustig. Und ja, was mal ganz oft so war, war zum Beispiel, dass ich Eckermann die feiern waren, ja, C1 oder wie alles jetzt Musik war, die habe ich halt dann nachts teilweise abgeholt. Ja, stimmt. Du hast nie Alkohol getrunken. Genau. Also, das ist cool. Richtig oft gehört, ja. Ja. Du bist auch nach Malle geflogen und hast keinen Schluck Alkohol getrunkt. Respekt, also ich trinke auch keinen Alkohol, richtig cool, finde ich geil. Nee, also wirklich auch bis heute noch nicht, keinen Schluck Alkohol getrunken. Und das war für die natürlich dann geil, also ey, ja, damals hieß es ja nicht Göpser, sondern Schorni, so den, den Namen hat dann mein Bruder quasi übernommen. Okay. Ja. Und Schorni kannst du zum Abholen. Ich, so, ja, ich muss auch morgen früh um 7 wieder an der Kasse bei Rego stehen, weil da habe ich ja bei Rego gearbeitet. Ja, ey, los, komm, hol uns mal ab. Ja, so gutmütig wie ich war, ne? Bin ich rausgefahren, ja. Hab die abgeholt, ne? Und die halt voll wie die Eimer und ja. War schon geil. Also wirklich echt geile Zeit. Also mit Eckermann auch jetzt noch sehr gutes Verhältnis. Wir hören uns zwar nicht immer, aber immer mal und sehen uns dann auch das mal. Ist cool, wenn das noch so der Kontakt grob hält, das ist geil. Guck mal, wir haben zusammen unsere Jugend verbracht. Ja, so sieht's aus. Wir haben mega sie hier cool zu Hause aufgegeben und da halt zusammen weitergelebt. Genau. Ne? Das war halt geil. Das glaube ich. Das bindet, verbindet ja immer. Genau. Ist das so. Nee, absolut. War geil. Und dann, wo du so, du warst ja dann zweite Mannschaft Erfurt. Genau. Aber du hattest einen Profivertrag. Oder war das damals? Oder wie war das damals? Wie muss man sich das vorstellen? Damals war ja alles auch ein bisschen anders. Ja. Also, es war dann so, ich habe ja dann von der C-Jugend an alles durchlaufen. Ja. B-Jugend. Regionalliga war ja damals das höchste, glaube ich. Oder war das schon Bundesliga? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, das war noch, müsste noch regional, oder war es Einführung, dritte Liga, ich weiß es gar nicht. Und jedenfalls A-Jugend-Bundesliga dann gespielt und auch mit den allen zusammen, mit Chipper, Eckermann und immer dieselben Leute. Das war halt geil, du warst halt auch so eine eingeschworene Truppe. Ne? Ja, und dann ist halt Chipper zum Beispiel in der Erste gekommen. Ja. Und von uns, oder von meiner Seite, hat es dann nicht ganz gereicht. Wobei ich sagen muss, hat wahrscheinlich auch was mit meiner ersten schweren Verletzung zu tun gehabt, die ich mit 17 hatte. Was hattest du? Also, Kreuzband, was? Nee, da war das Kreuzband nur angerissen. Oh, gut. Nur angerissen. Aber da war das Außenband abgerissen, der Muskel hinten abgerissen, der Meniskus war aus dem Knie, die Gelenkkapsel war zerschmettert und also kurz gesagt war alles kaputt, außer das Kreuzband nur angerissen. Und das war, da war ich sogar noch B-Jugend, hab aber in der A-Jugend DFB-Pokal gegen Jena mitgespielt. Ja. Qualifikation. Okay. In Wirkung, also bei Leinefelde. Ja. Ja. Alle Verwandten da gewesen. Zweite Halbzeit, Buch, rennt ihr mir rein. Alles kaputt. Also für mich war es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich wusste, okay, ich setze jetzt ein halbes Jahr aus. Mhm. Auch für meine Eltern war es extrem schlimm, weil ich im Nachhinein dann mitgekriegt habe. Okay. War gerade zur WM-Zeit 2006. Ja. Das einzig Gute war, ich habe jedes Spiel gesehen. Ja. Das war so der Punkt, ja, wo sie dann wahrscheinlich gesagt haben, oh, gut, muss man es mal sehen, wie er wiederkommt. Dann war ich ein halbes Jahr wieder fit, habe unter Georg Martin Leopold trainiert, der jetzt bei Meusewitz Trainer ist. Okay. Und Ilya Kuev, weiß nicht, ob der euch noch was sagt. Ilya Kuev, ja, mein Jahrgang.
Das ist der Sohn, genau. Und der Vater heißt auch Ilya. Genau, der ist weiter so. Genau. Das ist auch ganz komisch, wie der Sohn gleich heißen kann wie der Vater. Ja, das geht nur in Bulgarien wahrscheinlich. Ja. Und die haben aber immer gesagt, oder besser gesagt, der Georg Martin Leopold, der war damals schon Trainer, wo ich mir das da gerissen habe. Ja. Und der hat dann gesagt, Christoph, pass auf, mach dir keinen Stress. Also das Spiel, was du da abgeliefert hast, da hast du einen Riesenstein im Brett bei mir. Ist ja gut, okay, geil. Das ist geil zu hören von dem Natürlich, gibt deiner Selbstvertrauen. Der Kuhf, der hat dann auch immer mit dir geredet und war geil. Extrem dann wichtig. Bin ich wiedergekommen und habe auch sofort gespielt. Und das gibt deiner Sicherheit. Ja, und absolut. Und da hast du auch nicht gemerkt, dass du ein halbes Jahr weg warst. Das war echt geil. So, dann neue Saison, Vorbereitung, dann waren Ilya Kruev und Henry Fuchs Trainer. Mhm. Dann haben wir in Ruderstadt Vorbereitungsspiel gehabt. Ja. Und 5 Minuten vor Schluss will ich eine Flanke mit Linksaußenriss schlagen, komme aber auch außen auf. Kreuzbandriss. Ach, du Scheiße. Und da war schon so der erste Punkt, wo ich sagte, ach du Scheiße, jetzt den ganzen Scheiß nochmal durchmachen. 6 bis 9 Monate raus ungefähr. War erstmal schwer, aber ich muss sagen, Dr. Ullmann hat mir die Angst schnell wieder genommen. Da hat gesagt, Christoph, das kriegen wir hin. Aber das prägt einen doch dann auch für die nächsten Jahre, das prägt einen doch, stimmt, oder? Also das war schon eine krasse Zeit. Gerade weil du noch so jung warst, A-Jung, und warst auch so ein bisschen auf dem Sprung in die Erste, weil Dotschev hat sich schon öfter mal nach mir erkundigt. Bei Ilya Kruev und so. Ja. Ja, und dann hast du halt wieder einen Kreuzbandriss. Ja, gut. Das ist halt wirklich. Ich weiß, wie es gekommen wäre. Dann machst du ein gutes Spiel bei der ersten und auf einmal bist du Stammspieler. Fußball geht ja so schnell. Genau. Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Aber damals war mir das gar nicht so bewusst, was hätte eigentlich passieren können, wenn du keinen Kreuzbandriss hättest. Weißt du, dass du vielleicht. Ich habe mir dann ja gesagt, gut, du musst das jetzt so durchstehen, gibst halt Gas und dann spielst du auch wieder. Das war ganz einfach. Weil es gab ja auch immer viele, die dann gesagt haben, oh, na gut, ich bin verletzt, ich höre jetzt auf. Und haben es auf die Verletzung geschoben. Ja. Aber das war für mich nie eine Option. Weil ich wusste, dass das alles nur eine Kopfsache ist. Und wenn du, da haben wir es wieder, ehrgeizig bist. Genau. Und arbeitest du das. Ja, und kommt der Lohn irgendwann. Genau. Und da muss man auch sagen, da hat die Reha, das war alles top, alles super, eine Betreuung mit Dr. Ullmann, der Rückhalt von meinen Eltern und allem. Ja, das ist total wichtig für mich. Das war dann einfach. Mhm. Also ich wusste ganz genau, ich stehe nach spätestens 8 Monaten wieder auf dem Platz und so war es auch. Was muss man sich mal überlegen? Du warst 18 Jahre alt und 2 so eine heftigen Verletzungen. Ja, das am selben Knie. Das ist krass. Und von daher war das schon eine krasse Zeit, die dich aber auch prägt. Und ich sagen kann, also Verletzungen sind teilweise nur Ausreden. Zum großen Teil nur Ausreden. Wenn ich halt im Kopf nicht klar bin und halt da Gas geben will. Ne? Fußball ist so viel Kopfsache. Das genau. Ist Wahnsinn. Ja, und dann habe ich halt wieder angefangen mit Spielen. Und dann war das aber irgendwo klar, dass ich jetzt nicht in die erste reinrutsche. Und dann habe ich aber zweite gespielt, habe aber dann auch so ein bisschen gedacht, gut, hast jetzt hier A-Jugend-Bundesliga gespielt, jetzt spielst du Oberliga, wird schon. Mhm. Falsch gedacht. Oberliga, Männerbereich, ist was, hast du erstmal das... Sprung ist? Ja. Größer als man denkt. Ja, absolut. Und das erste halbe Jahr hast du auch erstmal zu tun gehabt. Mhm. Wir hatten trotzdem einen coolen Trainer mit Albert Krebs. Weiß nicht, wer den kennt. Typischer DDR-Trainer. Alte Schule. Aber geil. Er hat immer eins, er hat mich auch mal Schorni genannt. Ne? Ja. Haben mich alle genannt damals in Erfurt. Bis es dann dazu kam, wenn ich was gut gemacht habe im Spiel oder im Training, hat er immer Kleiner gesagt. Weil ich glaube auch der Kleinste war. Okay. Nee, einen Kleinen gab es glaube ich noch, das war Sebastian Nies, aber auch ein Stück weit älter. Aber der war noch kleiner, der hat hinter mir gespielt, da habe ich links offensiv gespielt, er hinter mir, aber auch geiler Typ. Und immer wenn ich was gut gemacht habe, Kleiner. Ja. Und wenn ich Scheiße gemacht habe, schon. Aber das war auch wie so, konntest du wirklich was sagen, fast wie mein Vater. Ja. Weißt du, der hat mich immer zur Seite genommen. Spieler extrem wichtig. Ja. Und der hat mich auch immer spielen lassen. Der hat mich einmal musste mich draußen lassen, weil viele von der ersten kamen. Da haben wir bei Borussia Dresden gespielt. Weiß ich noch ganz genau. Und er lag nur zur Halbzeit 4-0 zurück. Da hat er sich neben mich gesetzt, so seine Hand auf mein Bein gelegt. Hast du gesehen, Kleiner? Wenn er die Pfeifen von oben spielen lässt, da geht dir gar nichts. Das war das letzte Mal, dass sie mit. Also wirklich herrlich. Und da habe ich auch jedes Spiel gemacht. Da habe ich halt 2 Jahre zweite Männermannschaft gespielt, war
auch eine Vorbereitung mal oben bei der ersten dabei, bei dieser Ehrentour, wo sie auf diese Dörfer rumtingeln. Da war Rainer Hörge Trainer. Und da habe ich auch schon gemerkt, okay, das wird hier nichts mehr. Mhm. Dann hat Albert Krebs auch in der zweiten aufgehört und da habe ich dann gesagt, okay, ich glaube jetzt für mich ist hier Schluss. Okay. Und wollte dann auch einfach woanders hin. Hast du aber, du warst auch im Kader bei der ersten Mannschaft, ja? Öfter mal, oder? Ja, einmal war ich im Kader, das war gegen Aue. Okay. Und dann habe ich das Jahr, wo ich dann weg bin, in dem Sommer, habe ich, wie gesagt, die Vorbereitung dieser Spiele habe ich dann halt immer erst mitgemacht. Mhm. Das hat immer meine Halbzeit gespielt. War ganz cool, aber ja. Du hast dann für dich im Kopf, sage ich mal, dass du einen anderen Weg einschlagen möchtest. War das so oder kann man sich ja, das vorstellen? Ja, genau, weil ich trotzdem gemerkt habe, okay, der Trainer, der nimmt dich eigentlich nur mit, ja, damit du in der zweiten bleibst. Okay. Weißt du, dass ich nicht gehe? So war der Gedanke. Einfach so ein bisschen angefüttert. Ja, ja. Da war dann hier Thorsten Traub, war sportlicher Leiter und Rainer Hörge war der Trainer und der hat ein ganz anderes Spielsystem gehabt. Der hat mich auf der 6 gestellt. Warte mal, ich habe mein ganzes Leben noch nie auf der 6 gespielt, da haben wir links außen gespielt. Und ja, wenn, dann sehe ich dich auf der 6, aber da haben wir so viele. Ja gut, das war einfach nur, dass ich ruhig gestellt bin. Aber ich habe dann gesagt, nein, ich will hier weg. Okay, gut. Aber in der Zeit RWE 2 hast du, ich sag mal, auch Freunde kennengelernt. Ja. Nicht unbedingt welche, die mit dir in der Mannschaft gespielt haben, sondern auch Pressesprecher oder weiteres. Ja. Da haben wir nämlich auch was organisiert für dich. Okay. Der möchte dir auf jeden Fall mal ein, zwei Worte sagen. Ja, bin ich gespannt. Hey Fußballrentner, ich habe gehört, dass du das Stargast in der heutigen Podcast-Folge bist und bin da auch gleichzeitig nach Chopper gebeten worden, eine Anekdote zum Besten zu geben oder irgendwas was Witziges aus der gemeinsamen Zeit in den letzten Jahren. Und da muss man natürlich überlegen, weil halt auch das eine oder andere schon zum Schmunzeln und zum Lachen einen zurückbringt, aber vielleicht nicht ganz so doll wäre, jetzt hier über den Sender zu laufen. Deswegen habe ich kurz überlegt oder auch ein bisschen länger und bin dann letztlich in der Türkei 2010 gelandet, als wir eine Woche nach den Profis im Trainingslager in der Türkei waren mit der zweiten Mannschaft von Rot-Weiß. Und der Trainer hatte damals vom Athletikcoach der ersten Mannschaft erfahren, dass es am Strand direkt am Hotel eine wunderbare Laufstrecke gibt und die ja sehr geeignet ist für den morgendlichen Aufwärmparcours-Bereich, wie auch immer, um euch die nötigen Körner für die Rückrunde zu besorgen. Und so ist es ja dann auch gekommen, dass wir nach der spektakulären, verregneten Nacht in Belek, in Sida ankamen und in unserem Hotel ja sowieso fast weggeschwommen wären, weil es überall reinregnete. Und am nächsten Morgen stand dann halt direkt für euch der erste Lauf am Plan. Und ich weiß es noch, Trainer gab vor, dass da hinten irgendwo ein Stein ist, der eine Markierung hergibt oder der als Markierung dienen kann und dass ihr dorthin laufen sollt und dann natürlich auch wieder zurück und das Ganze unter der Führung und dem Tempo von Pferdelunge Christoph Göbel. Und ich weiß es noch wie heute, die Augen und die Gesichter der Kollegen waren so semi, aber wir sind alle heil mehr oder weniger zurückgekommen. Wir haben ja parallel dazu dann ein paar Testspiele gegen hochgradige russische Topmannschaften damals organisiert. Aber trotz allem ist das so das Ding, was mir in Erinnerung geblieben ist, wenn man jetzt mal von dem kleinen Badeunfall des Mannschaftsbetreuers von Rot-Weiß 2 absieht, der dann noch Bekanntschaft mit dem etwas kühleren Pool gemacht hat. Ne? Also, in diesem Sinne,
Viel Spaß weiterhin mit deiner neuen Coach-Geschichte, mit deinem neuen Job, deiner Selbstständigkeit, auf dass das alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Und dass du den jungen Wilden beim FC Eichsfeld in Struth, noch ein bisschen was mitgibst und mit Wohle und mit Pichi das Ganze da ein bisschen professionell begleitest, ne? Wir sehen uns. Bis dann. Mach's gut. Olli Ruhe. Ja. Ja, Olli Ruhe habe ich auch bei Rot-Weiß 2 kennengelernt, also wo ich dann bei Rot-Weiß 2 war. Tobias Eckermann hat ihn schon eher gekannt und jetzt wo haben wir uns dann ja genau kennengelernt? Gute Frage. Aber wir haben uns dann relativ schnell angefreundet, wir haben dann viel miteinander gemacht. War eine geile Zeit, war cool. Und auch jetzt noch ein sehr, sehr guter Kumpel. Und ja, auf die Geschichte in Belek oder Side in der Türkei. Das stimmt, also wo wir da angekommen sind, ist wirklich dazu geregnet, das habe ich noch nie erlebt. Gewitter gewesen, es war krank. Und am nächsten Morgen aber Krebs, also halb 8 oder sowas, an den Strand laufen. Und da ja alle wussten, gut, wenn einer gutes Tempo vorgehen kann, dann bin Dann ich du. das. Und dann aber Krebs, Kleiner, nach Hause, Kleiner, du rennst vor, da hinten, irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten ist ein Stein, da tritt er wieder rum. Ja, am Strand, irgendwo da hinten ist ein Stein, eine Markierung. Und du läufst vorweg, alle hinterher und keiner reißt ab. Und die anderen, oh, früh um halb 8, jetzt hinter dem hinterher. Alle rumgemault, Sebastian Mees, Schoni, wenn du einmal hier schneller rennst als ich, da raste ich hier aus. Dann hast du natürlich als Hungerspieler auch, naja, scheiße. Ja gut, da hast du dich natürlich dann auch auf die drauf eingelassen, weil wenn du da 50 Meter vorrennst, dann drehen die alle durch, die haben nicht umgehen. Und genau, das war so eine Geschichte, wo, aber eigentlich immer, wenn es hieß, Johnny, ganz vorweg, oder Kleiner, egal wie, dann halt, boah, ne. Keiner wollte irgendwie in meiner Gruppe mal rennen. Und ich meine, das konnte ich ja wirklich auch jetzt noch. Ja, weiß auch gar nicht wieso, weshalb, warum, aber wahrscheinlich, weil ich früher, wenn ich selber oder wenn ich Fußball gespielt habe, immer daneben geschossen habe und die Bälle holen musste. Vielleicht bin ich deshalb so konditionell so stark, aber das war eigentlich so meine größte Stärke. Also laufen konnte ich bis. Das haben auch richtig viele gesagt, wirklich. Deswegen wahrscheinlich auch der Spitzname Pferdelunge. Ja, genau, bei Chipper in Das, F. da, genau, und da, ja, da stand ja sogar mal in der Zeitung. Ja, da haben wir in Nordhausen, haben wir. Wo das erste Jahr oder das zweite Jahr, haben wir Laktattest gemacht in In Gottlieberode. Hallenstadt? Ja. Nee, in Oder? Gottlieberode. Ja. Gleich die erste Trainingseinheit. Und da war Presse. Und da stand auch drin, Pferdelunge, Göbel. Das ist cool. Das ist mega. Ja. Ja, also, wie gesagt, laufen, das geht halt ohne Probleme. Das ist gut. Dann, du hast vorhin schon gesagt, Rot-Weiß 2 hat sich dann so ein bisschen beendet, das Kapitel. Wie bist du zu Siegen gekommen? Ja, zu sehen. Ich hatte damals einen Berater, Rico Klaubitz hieß der. Hat auch zweite Liga gespielt bei FSV Zwickau. Schon mal Und wieder sein dabei. Onkel ist Alois Klaubitz, der ein Riesenname in Zwickau ist. Ja. Und den hat mir zum Beispiel auch Olli Ruhe besorgt. Der kannte ihn schon Ja. länger und hat er ihn mal angerufen und hat gesagt: Ey, pass auf, kannst du dich nicht vielleicht mal um Christoph kümmern? Ja, klar, telefoniere ich mal, hat sich dann auch ein bisschen erkundigt über mich, da haben wir mal telefoniert und menschlich eine absolute Eins. Wirklich top, geiler Typ, hat immer Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Und ich habe ihm dann gesagt: Ey, ich will hier nicht mehr in Erfurt, ich will irgendwo anders hin. Und dann war so ein bisschen Mäusewitz im Gespräch, aber da hatte damals aber Krebs einen Strich durch die Rechnung gemacht, Oh. weil er gesagt: Wenn ich hier bleibe, bleibst du auch hier. Auf einmal war weg. Okay. Ja, gut. Und dann hat er gesagt: Ja, ich kümmere mich und dann kam das Thema Sportfreunde Siegen auf. Ja. Weil er da auch den sportlichen Leiter Lutz Lindemann gekannt hat. Ja. Sagt euch vielleicht auch Ja. was. Und dann ja, ist das so angelaufen. Ne? Und dann haben Lutz Lindemann und ich mal telefoniert und er hat gesagt: Christoph, ich bin hier im Westen. Hier sind nur Ausländer. Ich muss jetzt paar Ostdeutsche rein. Ja, und da war die Sache eigentlich schon gegessen. Ja. Dann bin ich hingekommen, da war Jürgen Nowak auch da. Ja. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe: Okay, den kennst du. Wir hatten zwar nie viel miteinander zu tun in Erfurt, aber komm, mach das einfach. Ich hatte eh keine andere Variante. Da hat der Heiligenstadt schon angerufen. Ja, Ja. was ist denn? Willst du nicht Fußball jetzt mal einen Haken dran machen und kommst hierher? Ich sage: Vergiss es, ich bin 22 Jahre. Ja. Hier, der Heiligenstadt kann hier immer noch kommen. War das damals Regionalliga?
Nee, Hessenliga, glaube, oder? NRW-Liga. Ja. Siegen ist schon NRW. Ja. Und fünfte Liga, Oberliga, also ja, Oberliga, NRW-Liga okay, ja. hieß das, Oberliga. Ja, ja. Und gut, dann bin ich da hingewechselt, bin zweimal zum Probetraining gefahren und da hat man dann einen Trainer, Angie Rudi, hat bei Köln gespielt. Muss ein richtig guter gewesen sein. Den Namen, ja, ich sag mir was. Ja. Als Trainer reden wir jetzt nicht mehr drum. Nicht mehr drüber. Ging gar nicht, weil der hat nach 3 Monaten hat er mich mal zum Gespräch geholt. Und ich habe ja links offensiv oder links hinten. Ja. Also mich mal zum Gespräch geholt, hat sogar Christoph mit seinem polnischen Dialekt. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich dich geholt habe. Nach 3 Monaten. Was macht das mit dem Spieler, wenn der Trainer ankommt und dir so einen Satz an den Kopf haut? Richtig. Und ich habe ja vorher schon keine Rolle gespielt. Ich habe auch keine gute Vorbereitung gespielt, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Weil das dann trotzdem alles neu, auch ganz andere Mentalität da drüben in Siegen, muss man einfach so sagen, ist was ganz anderes wie, ich will jetzt nicht Ost und West trennen, ne? Ja. Aber es ist trotzdem was anderes. Genau, viele Ausländer gehabt, was auch nicht schlimm ist, aber dadurch die Mentalität nochmal ganz anders. Mhm. Und ich kannte wirklich nur einen, das war Jörn Nowak. Ja. Habe mich natürlich an den auch drangegangen, der hat auch viel mehr Erfahrung wie ich. Und ich war das erste Mal noch weiter weg von zu Hause. Und dann erst 22. Genau. Und hatte da gar keinen Bezugspunkt. Hatte dann nur meine damalige Freundin mit. Okay. Und dann hat der mir gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich die geholt habe. Das ist krass. Das ist brutal. Ja. Und ich habe damals schon immer in der zweiten gespielt, Landesklasse. Ja. Und das hat mir da viel mehr Spaß gemacht, wie in der ersten. Okay. Weil da hat man einen Trainer gehabt, Daniel Kartus. Ein Typ. Daniel Kartus hat Düsseldorf erste Liga gespielt. Ja, genau, Düsseldorf. Ich bin zum Probetraining gekommen nach Siegen. Da hat er noch in der ersten Mannschaft gespielt und gleichzeitig die zweite trainiert. Okay. Und da saß er da in der Ecke und ich bin rein, habe guten Morgen gesagt und er guckt mich einfach nur so an. So wirklich, so, bist du für einer? Nicht gelacht, nicht guten Morgen gesagt, so wie du dir einen richtig alten Spieler vorstellst von damals. Ja. Eigentlich von früher. Ja. Das war ja 2010. Ich sag, ach du Scheiße, was ist mit dem los? Hab den auch nicht angesprochen, die ersten 3 Wochen. und dann habe ich halt mitgekriegt, dass die auch Trainer von der zweiten ist. Und dann musste mal jemand in der zweiten aushelfen und dann hatte er mich gefragt, Christoph, willst du nicht mal in der zweiten aushelfen? Ich sag, ja, okay, da war mitten im Wald, war ein Kunstrasenplatz, mitten im Wald, nur Bäume drumherum, da wusste ich gar nicht, dass er Verein war. Und da war ein Turnier. Und okay. Da hat die zweite mitgespielt. Ja. Und da habe ich den Freitagabend ein Spiel gemacht. Ja. Und da hat er schon gesagt, ey, Christoph, geiles Spiel, super. Am nächsten Tag haben wir mit der ersten Vorbereitungsspiel gehabt, in Olpe, ist ja nicht weit weg. Da habe ich eine Halbzeit gespielt. Ja. Und dann bin ich mit Daniel Kartus, mit dem Trainer von der zweiten, wieder dahin gefahren. Mhm. Und haben dann das Finale gespielt. Über 120 Minuten. Krasses Wochenende. Da habe ich das komplette Spiel noch gemacht. Ja. Und dann kam Daniel Kartus danach zu mir und hat gesagt, Christoph, meinen größten Respekt, was du hier abgeliefert hast. Das ist gut. Absolut Wahnsinn. Und von da an war das da, wie mein Vater. Ich konnte immer zu ihm kommen und konnte mit ihm reden, obwohl er Spieler von der ersten war und ein Trainer von der zweiten. Und er hat immer gesagt, Christoph, wenn du nicht in der ersten spielst, ich hole dich zu mir, spielst du bei uns. Da ich dann mit Sven Michel zusammengespielt. Ja. Und ein Typ. Herrlich. Und das hat richtig Spaß gemacht. Egal wie scheiße das dann war, aber sobald ich in der zweiten war, bei Daniel Kartus und bei den ganzen Jungs aus der zweiten, hatte Spaß am Fußball. Hatte ich Spaß. Ja. Das war absolut geil. Besser, ja. So, und dann irgendwann 4 Spieltage vor Schluss haben sie dann Angie Rudi rausgeschmissen, weil er einfach keinen Erfolg hat. Der war aber einfach eine Katastrophe. War zum Beispiel eine Situation, die muss ich einfach erzählen, da sind wir zu Rot-Weiß Essen gefahren oder zu irgendeinem Spiel und sind abends am Kölner Stadion vorbeigefahren. Und wir saßen so da und im Bus, Angie Rudi vorne, und hat sich so rumgedreht, zu uns erzählt und Jörn Nowak dahinter. Da sagt Angie Rudi so, Jörn, das ist mein Traum, in diesem Stadion zu trainieren. Gespielt habe ich drin, zu trainieren. Was sagt Jörn Nowak? Viel Glück. Oh, herrlich. Da ist er. Ach, Scheiße. Das hat er ja gar nicht mitgestimmt. Jörn Nowak guckt nicht mehr an, ich musste so feiern.
Ey, das war geil. Ich war trotzdem immer bei der ersten dabei, aber habe halt ganz, ganz selten gespielt. Du hast ja 21 Spiele, 3 Tore, glaube ich, aber nachgeguckt. Ja, geknipst habe ich da eigentlich viel. Ja. Dafür, dass ich wahrscheinlich 100 Minuten gespielt habe, wenn ich 21 spiele. Ja. Und dann haben sie den Trainer halt rausgeschmissen. Da hat Daniel Kartus gesagt, Christoph, du spielst bei mir jetzt jedes Spiel immer noch 4 Spieltage. Du spielst. Und dadurch habe ich dann auch nur noch meinen Vertrag gekriegt. Ja. Obwohl ich eigentlich weg wollte, aber Lutz nennt man hat gesagt, Christoph, ich will dich als Ossi hier haben. So, ja, Lutz, aber ich muss spielen. Das ich spiele spiel hier nicht. Dann hatten wir einen neuen Trainer, Michael Boris. Super Trainer. Also fachlich echt super. Menschlich wiederum nicht so gut. Und da habe ich mich dann, war ich dann auch verletzt, Schambandentzündung, habe mich da durchgequält durch die Vorbereitung, was so richtig dumm war, aber du bist ja wahrscheinlich ja, selber, du bist ja jung, du willst spielen. Genau. Und habe dann, ich konnte teilweise keine Flanke mehr schlagen, weil mir hier unten alles wehgetan hat. Und irgendwann habe ich dann zu Boris und Michael Boris gesagt, Trainer, ich muss mich mal untersuchen, was ich habe. Dann war ich 4 Monate raus, hat sich jetzt so an, hat mit meiner Freundin einen Schuss gemacht. Was war Boris? Das war wirklich so. Und dann in der Wintervorbereitung habe ich dann wieder angegriffen. Habe dann auch meine Spiele gemacht, sind dann aufgestiegen in der Regionalliga. Ach so, hast du da sind wir dann aufgestiegen, genau. Ah, okay, cool. Gegen Viktoria Köln, da war übrigens Heiko Scholz Trainer. Ja. Die sind 3 Spieltage vor uns aufgestiegen. Ja. Und wir sind bei Viktoria Köln aufgestiegen. Da hat Sven Michel zum Beispiel noch ein entscheidendes Tor geschossen. Ja. Ich auch noch fast 1. Und da sind wir aufgestiegen. Und dann hat aber Michael Boser zu mir gesagt, du Christoph, rein charakterlich und menschlich, ja. Aber ich glaube nicht, dass du Regionalliga schaffst. Dann habe ich gesagt, alles gut, ich wäre eh nicht hier geblieben. Weil da hätte ich noch ein Jahr weiter auf der Bank gesessen. Ja. Das ist doch Quatsch für mich. Genau. Und da habe ich dann gesagt, nein, das Kapitel Siegen, für die Erfahrung war es gut. Ja. Für die Leute, die ich kennengelernt habe, egal ob das Daniel Carter, Sven Michel, Max Pauli, der noch ein sehr, sehr guter Kumpel von mir ist. Dann würde ich jetzt mal den klassischen Christoph Bild und machen wir mal dazwischen. Okay, dann geht's mir das. Max Pauli, der hat auch was zu erzählen. Ja. Kannst du dir vorstellen, was geht? Ja, servus Güvi, mein Freund. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich denke, du kannst dich auch noch gut an unsere Zeit in Siegen erinnern. Auch wenn es sportlich nicht so gut für uns beide gelaufen ist, hat sich doch zwischen uns eine super Freundschaft entwickelt, die bis heute Bestand hat. Und wenn ich an unsere Zeit da denken muss, fällt mir natürlich immer noch die eine Trainingseinheit ein, wo unser damaliger Trainer auf die Idee kam, hast du was gehabt? Ja. Training zu machen und du mir dabei die Schulter ausgekugelt hast, ich operiert werden musste und den Rest der Saison ausgefallen bin. Max Pauli, sehr, sehr cooler Typ, ganz ruhiger Typ. Wir haben das erste halbe Jahr eigentlich wenig miteinander zu tun gehabt, haben uns gegenüber gesessen in der Kabine, haben auch nur mal erzählt. Aber er war halt ein ganz ruhiger Typ. Wenn du ihn nicht angesprochen hast, hat er auch nicht erzählt. Okay. Und dann waren wir in der Türkei im Trainingslager und wir waren zusammen auf dem Zimmer. Und da hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, wo ich auch sehr, sehr froh darüber bin, dass die immer noch besteht, dass wir uns so kennengelernt haben. Ja. Und wir hören uns zwar teilweise nur 1-2 Mal im Jahr, aber es ist immer so, als ob wir uns jede Woche sehen. Wir treffen uns meistens einmal im Jahr. Zuletzt waren sie hier letzten Sommer. Und es ist immer wieder schön, mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm zu reden, über die alten Zeiten zu reden. Ja. Und also mit ihm macht es einfach Spaß, weil wir auch so auf einer Wellenlänge sind. Ne? So die gleichen Typen. Und wir hatten beide nicht viel Erfolg bei sie, außer der zweiten. Aber eine Freundschaft ist ein Spiel. Aber eine Freundschaft, und das ist viel, viel wichtiger. Ja. Und das, das hat mir auch so viel gegeben und war ich auch so froh, dass er so lange dabei war, wie ich auch dabei war. Weil mit ihm konntest du reden, wir haben uns dann oft getroffen und wirklich absolut geil. Und die Story. Michael Boris hatte dann die glorreiche Idee, wir machen eine Trainingseinheit irgendwo in der Turnhalle in Siegen, keine Ahnung, wir machen Kickbox-Training. Okay. Ja gut, okay, alles klar. Ja, machst du einfach mit. Ich habe ja eh alles mitgemacht, ne, weil du musst halt das machen, was der Trainer sagt. Dann haben wir da angefangen, warm machen, ging 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Wir waren alle sowas von K.O. Also wir hatten da René Lebejohann, weiß nicht, ob der euch was sagt. René Lebejohann. Mir nicht. Ja. Sagt euch wahrscheinlich nichts, hat bei Schalke 2 gespielt, war auch immer mal im Kader der erste mit dabei. Okay. Ein kranker Typ, also wirklich kranker Typ, aber übelst lustig.
Der hat ja nur beleidigt, die Typen da, ne? Weil anderthalb Stunden warm machen, da warst du kaputt. Also wirklich, wenn ich das schon sage, ne? Wollte ich gerade sagen, da warst du kaputt. Da hast du hier 2 Minuten an der Wand sitzen und so eine Kacke gemacht. Also wirklich krank. Und dann sagen die, ja, jetzt geht's richtig los. Also, warte mal, wie jetzt? Ja, jetzt fangen wir an. Kraftkreis. Jede Übung 2 Minuten. Und ich mit Max Pauli zusammen gemacht. War kurz vorm Ende, ich glaube, es war sogar die letzte Übung. Oder die vorletzte Übung, keine Ahnung. Er hält so ein Ding. Ich musste gegentreten. Hm. Ich habe gedacht, so, jetzt zeigst du dem Trainer nochmal richtig raus, nochmal alles richtig raus. Jetzt bist du dagegen, auf einmal schmeißt du die Dinger weg und sagst, hey, geh, mal auf, mal auf. Dann Schulter. Ich so, was denn? Raus. Arzt gewesen, Schulter ausgekugelt. Hab ich so dagegen. Hab ich meinen besten Freund da so verletzt, dass er das ganze halbe Jahr ausgefallen ist. Oh, Scheiße. Das hat mir so leid getan. Liebe Grüße geht raus. Ja, Max. Sorry nochmal. Ich wusste auch nicht, dass ich so toll reden kann. Aber dadurch ist das halt noch mehr irgendwo gewachsen. Das hat mir natürlich extrem leid getan. Aber er hat mir nie Vorwürfe gemacht. Ja. Aber die Geschichte kann man ja 100 Jahre lang. Ja. Absolut. Also das war echt Wahnsinn. Da trete ich dem da die Schulter raus. Und seitdem hat er dann immer wieder Probleme mit der Schulter. Gehabt. Aber gut, es ist leider, wie es ist. Aber nochmal, Max, danke, dass ich gelände in der Dorf da. Gut. Wir haben jetzt Sportfreunde-Siegen abgeschlossen. Jetzt kommt Zwickau. Ja, sehr schön. Sehr schöne Zeit. Ja. Lange Zeit dort gespielt und viele Freunde kennengelernt. Absolut. Absolut. Erzähl einfach mal. Spieler, 13 Tore. Genau. Und ich würde einfach mal vorne weggreifen, weil das wirklich, also ich muss dir sagen, vornherein, ich habe mir das so oft angeguckt, was jetzt kommt, und ich finde, ein größeres Kompliment kann man einem Spieler nicht geben. Ich hatte Gänsehaut als Außenstehender und ein ehemaliger Trainer möchte dir gerne was sagen. Ja, hallo zusammen. Erstmal freue ich mich natürlich, dass Christoph bei euch zu Gast ist und auf die Anfrage hin von bzw. über Christoph euch mal eine kleine Anekdote aus unserer gemeinsamen Zeit zu berichten. Ist mir unmittelbar das erste Aufeinandertreffen mit Christoph aufgefallen. Dieses Aufeinandertreffen spiegelt eigentlich den kompletten Menschen Christoph wider. Wir waren damals zu einem Freundschaftsspiel, waren mit dem FSV Zwickau unterwegs gegen Eintracht Frankfurt 2 damals. Und Christoph Göbel hat darum gebeten, bei uns ein Probetraining zu absolvieren, beziehungsweise sich mal bei uns vorzustellen. Und wir hatten dieses Spiel ausgemacht, plus ein Spiel am nächsten Tag. Und Christoph Göbel ist dazugekommen, hat bereitwillig gesagt, egal was ihr mit mir vorhabt, ich möchte mich einfach für die Aufgabe bei euch empfehlen. Und er hat in beiden Spielen ohne eine Vorbereitung, einfach so aus der Kalten, beide Spiele voll durchgängig durchgezogen mit seiner Art und Weise, wie er immer Fußball gespielt hat, mit seiner Art und Weise, wie er ist, als Typ und Mensch. Und hat uns schlussendlich in den beiden Spielen so überzeugt, dass wir gar keine andere Möglichkeit hatten, als ihn nach Zwickau zu holen. Im Nachgang eine sensationelle Entscheidung von uns, die wir damals noch gar nicht wussten, sondern es ging einfach nur darum, einen jungen Spieler, der damals noch war, im Gegensatz zu heute, die Chance zu geben, der so dafür kämpft, einen Arbeitsvertrag zu kriegen, so dafür kämpft, bei einer Mannschaft zu spielen, die ihn wertschätzt. Und das hat er eben in diesen Spielen getan. Er hat sich am Anfang dieser Phase noch gar nicht so fußballerisch hervorgetan, sondern vor allen Dingen mit seiner Art und Weise, wie er Spiele angegangen ist, wie er sich verhalten hat, wie er im Spiel alles gegeben hat, um auf sich aufmerksam zu machen und erfolgreich zu sein. Und am Ende hat er in seiner Zeit in Zwickau vor allen Dingen extrem große Schritte nach vorne, auch als Fußballer gemacht, hat uns damit geholfen, in die dritte Liga aufzusteigen und die dritte Liga noch mehrere Jahre zu halten. Und das ist eigentlich so das Prägendste, was mir mit und von ihm in Erinnerung geblieben ist. Und ja, so wie ich Christoph heute kenne, hat er sich bis heute
keinen Deut geändert. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung und ganz liebe Grüße aus dem Ruhrpott. Boah, ist ein Brett. Ziege. Okay. Ja. Puh, was Christoph zu dieser spannenden Botschaft zu sagen hat, das erfahrt ihr in Teil 2. Das war's jetzt erstmal. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, ciao.